Damit hallo und herzlich willkommen zu der bayerischen Bierprognose. Und wir probieren heute wieder ein Rosenheimer Bier. Und zwar vom Auerbräu Rosenheim. Ein helles und das ist sogar feinwürzig. Also dieses Bier werden wir heute probieren. Ich bin ja mal gespannt, ich habe dieses Bier noch nicht probiert. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die alte Werbung vom Hasseröder, der Hasseröder Auerhahn. Ja, vielleicht hat sich dieses Rosenheimer Bier, sich diese Lizenz sich erkauft, keine Ahnung. Aber es schaut wirklich gut aus mit diesem Auerhahn. Wir drehen mal die Flasche um und lesen mal die Rückseite durch. Rosenheimer Helles, Alkoholprozent 4,9. Zutaten, ja okay, das Übliche eigentlich. Dieses Bier kommt aus Rosenheim, das wissen wir. Folgen Sie dem Lockruf der Natur und probieren Sie den ein... Oh Gott, warte mal. Den... Nochmal. Lockruf der Natur und probieren Sie den einzigartigen Geschmack unserer Rosenheimer Bierspezialitäten. Und hier sieht man auch bayerisches Bier und Bier bewusst genießen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden dieses Bier... Jetzt mal probieren, auch hier, auch hier sehr schön. Der Deckel mit dem Auerhahn schaut wirklich gut aus. Kann man echt nichts dagegen sagen. Ja, dann machen wir einfach mal die Flasche auf und probieren mal, wie es schmeckt. Vor allem, wenn man es, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier schön, wenn man die Flasche aufmacht, wenn es kalt ist, nicht der Schaum, der Nebel, genau, der rauskommt. Dann schütten wir es einfach mal rein. Ja, also das Bier von der Farbe gefällt mir schon mal viel, viel besser, was ich jetzt gerade für ein Bier gemacht habe. Das hat bisschen einfach platt und matt ausgeschaut, aber das hier schaut jetzt doch schon wieder viel, viel besser aus, so wie eigentlich ein helles aussehen muss, auch vom Schaum her, kann ich nichts sagen, beim helles oder so, meiner Meinung nach, aber auch beim Pilz, muss ein Schaum doch ein bisschen lange halten, hier diese Krone, was ihr hier oben seht, der muss meiner Meinung nach einfach lange halten, wie gesagt, ich habe dieses Bier noch nicht probiert. Ich habe aber gewusst halt, dass dieses Auerbräu halt in Rosenheim gibt, existiert. Und ich bin jetzt echt einmal gespannt, wie dieses Bier schmeckt. Feinwürzig steht hier unten auf der Flasche. Wenn ihr das lesen könnt, hier feinwürzig. Dann probieren wir einfach mal. Also, Prost! Oh ja. Das hat seinen eigenen Geschmack, aber es hat auch eine spezielle Würze. Also, ich bin echt voll begeistert. Also, es ist nicht nur feinwürzig, es hat seinen eigenen würzigen Geschmack. Und von diesem Geschmack bin ich wirklich so dermaßen begeistert. Also ohne Witz, der erste Schluck. Der hat so gut geschmeckt. Also ich bin, ja, ohne Witz, also dieses Bier ist wirklich einzigartig, dieser Gewürz, also ich bin wirklich fasziniert, also ich glaube, dieses Bier muss ich mir jetzt einfach mal generell merken, vielleicht ihr auch, wenn ihr wollt. Gut, die Rosenheimer, die werden es gerne trinken. Also dieses Bier kommt aus Rosenheim, Auerbräu, schmeckt echt super, also wow, ich bin echt davon begeistert. Ein Schluck noch und dann kommen wir dann auch schnell zum Fazit. Und dann kann ich auch gleich sagen, das geht gut aus. Das schmeckt super würzig, dieses Bier. Also dieses Bier, ich zeige es euch jetzt nochmal extra groß hier. Auerbräu Rosenheim, helles. Und wirklich, es ist ein fein würziges Bier. Da kann man echt nichts sagen. Also dieses Bier kann ich euch wirklich herzens empfehlen. Ich gebe dieses Bier 9,5 von 10 Punkten.
Ich sag, diese Würze, die schmeckt wirklich bombastisch. Also das hat bei dem ersten Schluck hat es mich wirklich weggehauen. Also wirklich super, wirklich fantastisch. Man kann echt dagegen nichts sagen. Also dieses Bier kann ich euch wirklich herzlich empfehlen. Also ich bin wirklich positiv erstaunt. Klar, es gibt ja zwei Biere in Rosenheim, das Flötzinger und das Auerbräu. Wie gesagt, das Auerbräu, das habe ich jetzt zum ersten Mal probiert. Aber dieses Bier muss ich mir echt merken. Das, boah, das. Nee, also, Ulrich, sie kriegt davon echt gleich einen Orgasmus, ja? Allein, wie gesagt, von dieser Feinwürzig, von dem Geschmack her. Einfach Bombe, einfach geil. Ich könnte jetzt am liebsten noch 10, 20, 30 Minuten noch weiterreden darüber. Aber wie gesagt, ich bin echt davon super begeistert, von diesem Bier. Wie gesagt, ich kann dieses Bier euch wirklich empfehlen. Wenn ihr mal in Rosenheim seid oder in der Umgebung, holt dieses Auerbräu Helles. Es schmeckt wirklich super geil. Es schmeckt wirklich Bombe. Wirklich feinwürzig bis zum Umfallen. Also dieses Bier kann ich euch wirklich brutals herzens empfehlen. Es ist wirklich der Bombe. Es ist wirklich Hammerbombe. Holt es euch, kauft es euch. Dieses Bier ist wirklich super lecker. Empfehle ich euch zu 125%. Dieses Bier ist Spitze. Und das war's, die Prognose von diesem wirklich super Bier. Weiter geht's dann natürlich dann wieder mit vielen anderen weiteren Bieren aus Bayern, die halt nicht so bekannt sind, die ich hier gerne präsentieren möchte. Aber dieses Bier, nicht vergessen, Auerbräu, Rosenheim, helles, feinwürzig, empfehle ich euch wirklich zu 125%, weil dieses Bier ist so hammergeil würzig, schmeckt super, empfehle ich euch super, super, super. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.